Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT in Nürnberg. Ich begrüße heute Herrn Werner Jonke von der Firma Asis. Herr Jonke, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Das Hauptthema, was ich gerne heute mit Ihnen ansprechen möchte, ist die High-Volume-Fertigung. Was sind so die Anforderungen für High-Volume-Fertiger? Also unsere High-Volume-Fertiger haben eine ganz klare Anforderung und sagen, wir hätten gern neue Linienkonzepte. Wenn man sich vorstellt, High-Volume-Kunden, die haben High-Performance-Linien, dort stehen als Beispiel, nehmen wir eine Doppelspurlinie her, dort stehen zwei Printer drin, dort steht eine Markiereinheit, wo die Leiterplatte beschriftet wird, danach kommt ein SPI-Gerät, dann kommen mehrere Scanstationen, die für Traceability verantwortlich sind in dieser Linie und dort wird produziert. Jetzt wechseln die nach einem halben Jahr, nach drei Monaten, gibt es eine Produktänderung auf dieser Linie und auf einmal benötigen sie nicht mehr eine Markierung oder sie machen aus der Doppelspurlinie, ist nur noch Singlespur benötigt. Wenn es einen Produktwechsel gibt, dann hat der Kunde auf einmal vielleicht andere Ansprüche an seine Linie. So, er ist aber durch die Konfiguration der Linie gezwungen, dieses hohe Invest, was in der Linie drin aufgebaut ist, zu verwenden. Dafür haben wir jetzt Conexio im Hause der Asis entwickelt. Und was ist Conexio genau? Conexio steht für totale Flexibilität in der Fertigungslinie. Gehen wir zurück auf das Beispiel, dass wir eine Doppelspurlinie haben. Dort wird eine neue Linie installiert. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich installiere dort, wo ein Siebdrucker steht, wo ein Markierer steht, wo ein SPI steht, Conexio Base Module. Conexio Base sind intelligente Transportsysteme, die über eine Kommunikationsschnittstelle elektrisch wie pneumatisch verfügen. Das heißt, der Kunde kann nach der Installation der kompletten Linie bestimmen, ich nehme einen Siebdrucker und bestücke diesen Siebdrucker auf der Linie. Habe ich eine Doppelspurlinie, stelle ich zwei Siebdrucker dorthin. Benötige ich eine Leiterplattenbeschriftung, dann nehme ich einen Markierautomat und bestücke diese Linie mit dem Automat. Die Produktion läuft ein halbes Jahr, der Produktwechsel kommt und auf einmal ist immer noch eine Singlespur benötigt, wird nur noch benötigt. Kein Scannen in der Linie, kein Markieren. Er stellt die Linie um, die Produktion läuft und dann kann er beginnen, die nicht benutzten Module wieder abzudocken und kann diese Module auf einer anderen Linie verwenden. Während der Produktion, also während ohne der Produktion. Produktionsunterbrechung. Ohne, dass die Produktion stoppt. Das wäre also der Fall gewesen, wenn für Kunden, die keinen Conexio haben, die müssten unterbrechen. Die müssen unterbrechen, Die müssen auch die Linie neu konfigurieren. Die müssen die Linie neu ausrichten, die müssen die Module tauschen und so weiter. Also die Kundenvorteile für das Conexio-System sind Kosteneinsparungen zum Beispiel. Was gibt es noch für Vorteile? Vorteile sind, dass sie wir haben es am Anfang gesagt, eine Non-Stop-Production haben. Ich kann, wenn ich einen Produktwechsel habe, kann ich den Produktwechsel sofort durchführen. Wenn ich dann ein Modul nicht brauche, kann ich während der Produktion dieses Modul abziehen, weil diese Conexio Base, also diese intelligenten Transportsysteme, bleiben in der Linie. Dadurch ist die Produktion gewährleistet. Und wie wird Conexio realisiert? Die Asis Group verfügt über einen starken Verbund an Experten im eigenen Haus. Das Beispiel Conexio Print ist ein Schablonendrucker, der wird von der Firma Ekra gebaut und wurde auch dort entwickelt. Die Firma Ekra sind Spezialisten für Schablonendrucksysteme. Conexio Base wird von der Asis Automatisierungssysteme gebaut, wurde auch dort entwickelt. Asis Automatisierungssysteme ist Spezialist im Transportbereich von Leiterplatten. Conexio Mark wird auch im Hause Asis gemacht. Wenn wir jetzt über ein SPI, Conexio SPI sprechen, liegt die Kernkompetenz nicht in unserem Haus. Dort arbeiten wir dann mit Firmen wie zum Beispiel PAMI zusammen, die dann ein Conexio SPI-Modul dem Kunden zur Verfügung stellen, um auf dieser Plattform die Vorteile zu haben, die wir im Gespräch genannt haben. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Dankeschön.